Einfach, schnell und lecker. Heute gibt's Elsässer Flammkuchen. 300 Gramm Mehl, 150 Milliliter Wasser, 4 Esslöffel Olivenöl, eine Prise Salz und ein Eigelb. Den Teig gut kneten und für 45 Minuten ruhen lassen. Auf unser Flammkuchen kommt Schmand oder Creme Fraiche. Würzen mit Salz und Pfeffer. Schneiden ein paar Zwiebeln fein. Wenn der Teig geruht hat, halbieren und schön dünn auswallen. Geben unsere Creme Fraiche oben drauf, unsere Zwiebeln und Speck. Und wer keinen Speck mag, es schmeckt auch ohne. Und nun kommt der Flammkuchen für 6 Minuten bei 250 Grad in den Ofen. So gut.